Grüß dich, Elvis. Hallo, einen wunderschönen guten Tag den Zusehern von CryptoTV und natürlich ein herzliches Hallo dem korrupten und verdrottelten Österreich. Der Roman hat gerade bei diesem unglaublich schönen Tag, wo man das tragbare Dach mal wieder braucht, festgehalten, dass die Neos hier auch Großwahlkampfstimmung machen. Mit den Neos bleibt das Machen in der Regierung. Ich gehe davon aus, wir reden da vom Machen der EU-Kriegstreiberei, weil Neutralität ist ja für die Bärte Heisel-Reininger, Meindl-Reisinger nicht so bindend. Und ja, wie gesagt, die eigene Bevölkerung zu beschimpfen, was sie natürlich nie gemacht hat, auch wenn es ausgestrahlt wurde und im Netz zu finden ist, spricht ja auch da ein bisschen ihre Sprache. Aber wie gesagt, das Machen bleibt also mit den Neos in der Regierung. Da kann man einfach nur sagen, schauen wir, dass wir das Kreuzerl auf der richtigen Seite machen, dass das nicht passiert. Sonst haben wir wieder dieses Schicksal mit den Neos, die sich fürs Gendern an der Uni aussprechen und so weiter und so weiter. So, was steht da? Wir sind der Unterschied zwischen nur reden und machen. Na, unglaublich toll. Ja, ja. Merkt man. Und da haben wir nur eine dritte Seite. Was haben wir da Schönes? Ui, einen Gratis-Kindergarten. Das ist jetzt das neueste Thema von allen. Nachdem er die letzten 3 Jahre Kinder traumatisiert hat und Gratis-Tests beim Fenster rausgeworfen hat. Die waren auch gratis, haben ja knapp 5 Milliarden Euro gekostet. Machen wir jetzt gratis Kindergärten. Na, ist eh schön. Sicher keine Kindergärten auch dabei. Braucht man nicht, weil ich habe mir sagen lassen, dass es inzwischen in Wien auch schon so Drag-Queen-Shows gibt für 5-Jährige. Insofern, man braucht da gar keinen Gender-Queer-Kindergarten mehr. Man schickt halt einfach ein paar Drag-Queens einfach in die normalen Kindergärten. Wir schaffen schon noch nach der letzten Generation, die sie festpickt, noch eine weitere vertrottelte Generation in die Welt zu setzen. Schließlich haben wir da in diesem verbenedeiten Land, wie sich ja in den letzten 3 Jahren gezeigt hat, eine unglaubliche Tradition mit vertrottelten Generationen. Macht aber nichts, nachdem ich längere Zeit durch Abwesenheit geglänzt habe, habe ich mir gedacht, nutzen wir heute dieses schöne Wetter und erscheinen, was ist das, wo filmt er denn da? Und erscheinen heute mal wieder bei, wie heißt denn das jetzt eigentlich? Salzburg wacht auf, ist ja nur ein Teil der Bewegung. Jedenfalls, wir erscheinen wieder um 14 Uhr am Mozartplatz, um unseren politischen Unmut als vermeintliche Wutbürger auf die Straße zu tragen. Da ein bisschen Gesicht zu zeigen und ja, einfach einmal wieder dabei zu sein. Die letzten Male habe ich ja durch Abwesenheit geglänzt, weil ich viel Arbeit hatte, weil ich auch noch 3 Jahren nach dem ewig gleichen Konzept einer kleinen Handvoll Widerständler, die gleich dem gallischen Dorf Fähnchen im Kreis tragen, nicht mehr so ganz begeistert bin. Ich denke, man müsste da vielleicht einmal einen Gang zulegen. Aber solange wir Leute haben, die mit der Tarnhose und der Friedensflagge für den Weltfrieden, also den Traum aller amerikanischen Schönheitsköniginnen, aufstehen, und solange wir Leute haben, die aus taktischen Gründen ihre Grund- und Freiheitsrechte beschneiden lassen, ja, da muss ich nicht immer dabei sein. Nein, so gut sind wir nicht. Der Roman und ich haben ja gestern, man soll es vielleicht nur kurz erwähnen, wir haben heute den 26. März, also 13 Monate und 2 Tage überaus tolle, wirksame Maßnahmen gegen Putin. Gratulation allen guten Menschen. Ja, wir haben 3 Jahre und 10 Tage Ebola, Schrägstrich Covid, mit allem, was dazugehört und gehörte. Also ich hätte einmal gesagt, man kann einmal wieder auf die Straßen gehen. Nachdem ja sonst keiner dieses heroischen Datums gedacht hat und wir uns gestern früh von der Automobilmesse in der Weltmetropole von Wilfried dem Weitsichtigen, der Messestadt Salzburg, nachdem man 9 Euro
fürs Parken für 2,5 Stunden, stimmt nicht, für 2 Stunden 16, gezahlt hat, können wir uns heute auch ein bisschen um das Volk mischen und den Schirm mit den Fähnchen im Kreis tragen. Weil wir gerade beim Wilfried sind, der wird uns heute am Weg, nachdem wir jetzt da schon die Frau Klammbauer gehabt haben, sicher auch noch unterkommen, weil da ist ja jetzt das Motto gemeinsam. Ja, und damit hätten wir gesagt, schlendern wir mal des Weges und erfreuen uns dann allem, was uns am Weg noch so unterkommt. Dann lassen wir den Roman mal in Ruhe rauchen und ein Frühstück zu sich nehmen, schließlich war Zeitumstellung. Und es fehlt uns heute eine Stunde der Regeneration. Und wir. Deswegen habe ich noch die Sonnenbrühe oder wieder die Sonnenbrühe auf. Obwohl es regnet, mir ist es zu hell. Nicht die Zeit des Vampirs. Ja, und der Roman ist noch nicht einmal dazu gekommen, seinen ausgemergelten Körper zu stärken. Der braucht jetzt einmal ein Brötchen und eine Zigarette. So. Ja, mein Chick ist ausgegangen, jemand. Mein Brötchen habt ihr da. Somit machen wir jetzt mal eine kleine Genussprobe und dann sehen wir uns wieder. Gibt's News? Ja, da sind wir jetzt ein paar Meter weiter. Der Roman ist mit seiner Zigarette noch nicht mal fertig und wir stellen fest, es gibt ein Fest des Lebens in jenem Land, wo das Leben die letzten 3 Jahre mal in eine neue Normalität gelenkt wurde und unterbrochen wurde. Sehr schön. Am 15. April in der Szene. In der Szene war ja letztens auch die Pam mit der Gabi. Sage ich jetzt nichts dazu. Da hinten wird geworben, dass die KPÖ Plus, das ist wahrscheinlich so wie LGBTQ Plus, jetzt einen Kandidaten aufgestellt hat, der sich kümmert. Wer sich fragt, was ich davon halte, der kann mal nach Stalingrad gucken. Das ist das steirische Landeshauptdorf, in dem ja jetzt alles pleite geht, weil die da so eine Dame von der Kommunistischen Partei hat. Das Hinweisschild für die ÖVP ist den Weg allen Irdischen gegangen, wie es auch die ÖVP tun wird. Und daneben steht, während Sie das hier lesen, überqueren zwei Illegale die Grenze unserer Heimat. Weiter wie bisher. Naja, dann sind wir doch top informiert und erfreuen uns. Na schau, da haben sie wieder, das muss man festhalten, da haben sie wieder geklätzelt. Wieder so ein Mastenfetischisten Mozart drüber. Nein, aber ich finde das, das schon, aber ich finde eigentlich recht geil. Machen wir eine Restauration, oder? Ist aber nicht nur die Antifa ist ungustend dabei, es ist die Fußballmannschaft auch voll und ganz dabei. Naja, ich meine, ich gehe einfach davon aus, wenn der Ruf schlecht ist, weil die Fußballfans ja so verrufen sind, weil sie ja angeblich alle Hooligans sind, dass die das jetzt einfach ein bisschen nutzen, um wieder Stimmungspunkte zu sammeln und da quasi jetzt den guten Menschen rauslassen. Aber ist ja kein Problem, was einmal ging, ging auch zweimal. Es gibt also tatsächlich Leute, die immer noch total gerne, freiwillig, begeistert und mit Hingabe einen Kaffeefilter im Gesicht tragen. Zur Erinnerung, inzwischen ist sogar im System Medium Fernsehen angekommen, dass die Masken eigentlich nicht so wirklich viel gebracht haben. Es hat viel Geld in die Kasse gebracht. Aber man hat jetzt erfolgreich die Masken damals umetikettiert bei der Hygiene Austria. Aktuell etikettieren sie ja Impfstoffe um, weil Österreich hat ja da im Moment noch 20 Millionen oder so, oder 17,9 oder so. Die laufen jetzt alle ab. Schauen wir mal, beim Ablaufen sind sie. Zeit wird auch ablaufen. Was haben wir denn da Schönes? Dein Wort in Gottes Ohr. Gemeinsam für Salzburg, Landeshauptmann Wilfried der Weitsichtige.
Lebensqualität sichern, Gesundheitssystem stärken. Ja, da sind wir eh mitten beim Thema. Also wir etikettieren jetzt abgelaufene Impfdosen zum zweiten Mal um und erfüllen natürlich weiterhin die Verträge mit der Pharmaindustrie. Und schauen, neue Graphics. Und sind damit jetzt in der unglaublich guten Lage, dass wir, obwohl sie kaum mehr oder eigentlich nicht mehr verimpft werden, weiterhin neue Dosen von dem Game Changer, der uns ja nicht besser durch die Pandemie gebracht hat, zu ordern und zu bezahlen, was ja in Zeiten der höchsten Teuerung so tragisch ist. Es läuft also alles weiter. Und nein, meine Worte nicht in Gottes Ohr, weil ich habe keine imaginären Freunde. Und ich gehe natürlich auch davon aus, dass Wilfried der Weitsichtige, genauso wie die Landesmutti, die niederösterreichische Mutter der Impfpflicht, die natürlich hinterher nie dabei war, das kennt man ja in Österreich in der Geschichte schon. Hey, schau, da haben sie ausgemalt. Keine Graffitis mehr. Keine Sticker mehr. Das war Wahnsinn. Schönes Salzburg, wir gehen auf die Osterfestspiele. Platz für zeitgemäße Slogans. Nein, es geht einfach auf die Osterfestspiele zu, das merkt man. Dann muss man es wieder schön machen, sogar im dunklen Tunnel. Jedenfalls, ich gehe davon aus, dass unser Wilfried, genauso wie die Mikkel Leitner, bei der Wahl abgestraft wird. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sich einmal mehr nichts Gravierendes in dem Land ändern würde. Weil ich hätte einmal gesagt, es geht heiter weiter. Aber das macht ja nichts. Man macht ja ein... Ui, schau, da hat auch wieder einer geklätzelt. Es ist toll. Also solange sich noch so viele Menschen finden, die mit der geklebten Meinungsfreiheit so viel Freude haben, da machen wir mal einen außen vor, wird sich kein echter Wandel vollziehen und alles beim Alten bleiben, insofern. Es gehört. Ziemlich seltsam. Na. Wie gesagt, bis die Fingernägel wund sind. Weil die Maske nach wie vor fucking nochmal zu tragen ist und die Freiheit einfach nicht gewünscht ist. Die Polizei wird es nicht abgrätseln, da brauchen wir halt Experten dafür. Ach, du sprichst jetzt nur an, dass sich die Gecko-Kommission da quasi mehr oder weniger aufgelöst hat und da Experten aus Protest weg sind. Ja. Ich mache mir von der Schwarz-Blau-Koalition. Ja, das ist natürlich sowieso ein Skandal. Na schau, da ist... Das ist schön. Worst-Case-Szenarien klauen sich auf. Naja, ich finde es eh traurig, dass bei der schlechten Qualität dieser Sticker, wir haben das ja in ein, zwei Videos schon bemerkt. Ungefähr. Da die lieben Kleinen noch nicht mal in der Lage sind, sie bis zur Unkenntlichkeit zu entfernen. Also da sieht man halt wieder, es ist ein bisschen ein arbeitsfaules Pack, die sie nur auf die Straßen picken, wenn sie ausreichend Geld dafür kriegen und dann noch Bali fliegen können. Aber ja, mei, macht ja nichts. So schaut es noch ein Mutzkampf aus. Ich hätte jetzt einfach einmal gesagt, wir lassen den Roman jetzt trotzdem in Ruhe fertig. Das ist ein nicht. Frühstück zu sich nehmen. Weil wie so lustig überklebte oder abgeglätzelte Sticker aussehen, kennt ihr ja schon. Und ja, so spannend ist das ja alles. Im vertrottelten, verblödeten. Nein, im gefickten Österreich gar nicht. Ich werde da quasi ausnahmsweise wieder meiner gestrigen Ansage ein Zusatzmaterial schicken. Ich habe da nämlich letztens auch eine Regenablaufrinne gefunden. Da war auch ein Ja zur Neutralitätssticker drauf. Und der wurde überklebt mit einem lustigen LGBTQ+ Regenbogen, hast du nicht gesehen, Kleber. Und da stand, damit auch der geneigte Tourist in Salzburg es eventuell versteht, in großen Worten drauf, immer wenn man einen Regenbogen sieht, also das Ganze eben in englischer Sprache, immer wenn man einen Regenbogen sieht, hat Gott gerade
gleichgeschlechtlichen Verkehr. Grüß euch. Grüß euch. Zeit für Fahne mit. Sah irgendwie nach Ungarn oder Italien aus. Belgien? Nein. In Belgien ist nichts Grünes drin. Baba. Jedenfalls hat dann Gott eben gleichgeschlechtlichen Verkehr, also deswegen ist das ein ziemlich ficktes Land hier. Und ja, auf einem anderen Stand, und der hat mich fast noch mehr fasziniert, keine Profite mit der Miete, das war so ein Linkslogan. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das zeigt einmal mehr das unglaublich profunde Wissen der linken Szene zum Thema Kapitalismus. Weil wofür bitte hat jemand ein Eigentum erwirtschaftet, das er vermietet, wenn er dann keinen Profit damit macht? Ich denke, es ist das Bestreben eines jeden Gewerbetreibenden jeglicher Art, einen Profit zu machen. Wenn er das nicht macht, dann würde er ja quasi irgendwann nur von den Steuern, die dieses so bei den Eiterland verlangt. Ich hoffe halt nicht, dass die GSWB das ein bisschen überstrapaziert mit der Miete. Das würde halt ich mal schon knapp und gut sagen, wenn ich mal sehe, wie viel teurer meine Miete ständig wird gerade. Weil ja, irgendwann hat man alles eine Grenze, würde ich sagen, oder? Ja, Österreichs Grenzen sind offen, ganz generell. Und das Zweite ist einfach, dass ich sage, die Miete kann ruhig steigen, Roman. Dafür lebst du ja in so einem sicheren Land. Ja. Also jetzt, wo wir gerade beim Dom vorbeikommen, da hat jetzt Gott keinen gleichgeschlechtlichen Verkehr, weil kein Regenbogen. Aber zumindest haben wir halt keinen Terroraktor. Also unter dem wiederbestätigten Sascha, dem Schweigsamen, der ja letztens gesprochen hat, viel Blödsinn, ich hab's erwähnt, ist ja die Stabilität und Sicherheit in diesem Land so groß. Deswegen haben wir ja kürzlich in Wien und Graz wieder Terroralarm gehabt. Ja. Ja. Und deswegen sage ich, also viel Genaues weiß man darüber gar nicht, gell? Da darf man, naja, das hatte unsere Exekutive top unter Kontrolle. Der Verfassungsschutz und alle, die sonst da unterwegs sind. Bezahlbare Energie, gratis Kinderbetreuung. Alle haben sie Kinder. Aha. Wohnraum. 2000 Euro netto Mindestlohn. Ja. So bin ich dabei. Der Bus muss kommen, wenn man ihn braucht. Das finde ich jetzt. Dann komme ich gleich mit dem Messer und mache ein Kreuz rein. Aha, einer, der sich kümmert, Teuerung stoppen, gehen wir. Also, ja. Oh, schau, ein Windrad. Wind weht gratis. Ja. Ja, ja, abzocken dann nur die anderen. Nein, ich glaube sowieso, also im Wahlkampf kriegt man sowieso immer alles geschenkt. Ja. Und die Rechnung kriegt man dann auch noch präsentiert. Aber wie gesagt, keiner hat beim Salzburger Dom ein Attentat gemacht, das war nur in den Kirchen Wiens eine Bedrohung. Und wie gesagt, der Verfassungsschutz, der österreichische Nachrichtendienst, die Exekutive und all unsere kompetenten Kräfte haben das natürlich vereitelt, deswegen hört man da nichts mehr. Entwarnung gegeben, alles ist super. Boah, schau, da steigen jetzt wieder ganze 10 Hanseln. Ja, wir sind angekommen, heute geht's wieder zum Spazieren. Ja. Probieren wir halt mal bei Regen. Zur Abwechslung wollt ihr jetzt aber hoffentlich nicht sagen. Nein. In Salzburg regnet es öfter. Also dann, wir schalten euch dann gleich wieder zurück. So, nachdem wir jetzt eine Hispano-Hintergrund-Kombo haben, um die Menschen anzuziehen, habe ich gerade festgestellt, ich brauche im Roman gar kein Zusatzmaterial schicken, weil auch hier wurde der Ja zur Neutralitätssticker schön überklebt mit dem Regenbogenfanderl, wo draufsteht, every time you see a rainbow, God is having gay sex. Also immer wenn man einen Regenbogen sieht, hat Gott gleichgeschlechtlichen Sex. Was ich grundsätzlich schon mal toll finde, wenn man einen imaginären Freund hat, von dem man dann auch noch weiß, dass er bei gleichgeschlechtlichem Sex, scheinbar ist es ein sexuell aktiver imaginärer Freund, Regenbogen produziert. Ich dachte immer nur, die werden nur von Einhörnern ausgepupst. Aber
bildend, wissen wir das jetzt, und die kann man damit einmal ein Mail schicken, sparen, das ist sehr schön, weil da haben wir das jetzt augenscheinlich vor Ort. Da oben haben sie auch schön geglätselt, na, also hat schon was. Wenn wir gleich ein Makeover machen, ich habe auch was mit. Landtagswahl ist Klimawahl, die grüne Jugend. Da haben wir unseren Gay. In der Lügerstraße. Frage ausgeführt, noch nicht ganz, wie man sieht. Na, du hast mir da auf die Idee gebracht, dass ihr so ein gelber Stempel eigentlich schön gelb sein sollte, und deswegen machen wir das da einmal. Da nämlich gerade festgestellt, fuck crisis, I want climate justice. Und ich denke mir da einfach, ja, da, bevor wir da wieder ein Windrad hinbauen. Cooler Sticker. Ja, und das Schöne ist, da steht nicht drauf, von wem er ist. Das heißt, da müssen sie jetzt erst einmal die Botschaft auf sich wirken lassen, ob das jetzt die Freiheit ist, die sie meinen oder die wir meinen. Weil während ja quasi inzwischen die Menschenwürde nicht mehr unantastbar, sondern testbar geworden ist, ist ja auch der Begriff Freiheit plötzlich ein sehr vielschichtiger geworden. Ne? Hat die Freiheit zu guschen. So, haben wir auch ein bisschen was da. Und schaut, so viel sind halt da. Also dann, bis gleich wieder. So, meine werten Zuseher auf Pause drücken, ich werde es nicht so lang hinhalten, gell? Ich hoffe, es da lässt was. Die Schwurbelei hat jetzt Qualität angenommen. In doppelter Hinsicht, weil da stand scheinbar irgendwas Wissenswertes drauf. Ich werde mir das als treuer Leser, Seher deines Kanals natürlich dann im Video anschauen. Und es war anscheinend vom Sticker hochwertig genug produziert, dass er noch nicht abgeglätselt wurde. Also dürfte das zweifaches Lob wert sein. Ich glaube, man muss mehr draufschreiben, dann geben die Leute schon vorher auf. Weil so lesen wir es auch nicht. Ja. Du meinst, das funktioniert mit einer reißerischen Schlagzeile, und im Text relativiert man das dann. Ja. Aber wenn die Schlagzeile ausreichend reißerisch ist, dann sind die Leute eh schon getriggert. Zu viel Text wollen sie nicht, das stimmt, ja. Aber ja. So, jetzt haben wir jetzt einen grünenden Abschluss für den Sonntag. Macht noch ein schönes Abschlusswort. Nein, wir machen kein schönes Abschlusswort, weil der Sonntag ist ja noch nicht vorbei. Na ja, heute Abend ist ja quasi. Der Akt ist vorbei. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir ja das Standardgeschwurbel gemacht. Heute Abend machen wir ja noch ein bisschen Party, Party, Party am Tag des Herrn. Und nachdem ich ja vor dem Dom heute schon wieder ein bisschen ausgekotzt habe. Und ich wollte gerade sagen, da riecht es jetzt stark nach den gesunden Gewürzen. Ja. Finde ich auch nicht schlecht, wenn man jetzt in einem Café schon so intensive Gerüche wahrnimmt. Egal. Es gibt kein Schlusswort, das gibt es dann irgendwann in den Morgenstunden, wenn mein 75 Special heute vorbei ist. Und insofern hätte ich einfach gesagt, machen wir mal eine entspannte Pause. Ne? Habt ihr es gehört? Pause. Ja, die lieben Kleinen mit Eltern dicht gedrängt vor den Gurken, also quasi Kunstmiets traumatisierte Jugend. Die Gurken bringen mir gerade auf den Punkt, dass ja in England jetzt bereits Gemüse rationalisiert wird. In England stehen jedem Bürger nur noch 3 Gurken pro Woche oder so ähnlich zur Verfügung, weil da die Lebensmittelknappheit auch schon durchsetzt. Aber egal, ich stelle fest, da waren mehr Leute auf, weiß ich nicht, irgendeiner Aufführung oder was immer da waren, als bei uns auf der Demo. In diesem Sinne, voll auf die Gurke. Hoppa!
Also zum einen ist so ein toller geregelter Stadtverkehr, kann schon was, ne? Finde ich schön. Und wir haben natürlich auf Steuergeld wieder schöne, tolle Plakate mit Misch dich ein, Landtagswahl 23. April. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass auf diesem von den Händen stilisierten Wahlkreuz Save Life oben ist. Also ich glaube, das ist gar kein versteckter Hinweis, dass man mit seiner Wahl Leben rettet, wenn man den richtig wählt. Gell? Also das, was wir immer gehört haben, weil das waren die Solidarischen, das ist das Richtige. Da wird die Demokratie bewahrt, die Schönheit der Verfassung. Kennt euch eh aus. Also in diesem Falle zweimal Sigi Maurer. Danke. Vor allem da haben wir die geistliche Gewalt, die über den Affen die Gewalt ausübt. Weil er hat den Finger über den Affen. Das ist jetzt natürlich wieder so eine Schwurbelei. Ich glaube, dass er generell die Affen packen hat. Okay. So geht's auch. Ja, dazu sagen wir jetzt nichts. Nein, jetzt. Sonst verlieren wir wieder ein paar Abonnenten. Alter! War klasse! War klasse! Oh, der ist grün. So. Ich hab da für die Symmetrie gesagt und der Elvis ist auch noch live dabei. Ja, der kämpft noch mit der Du kämpfst mit der Neutralität. Das ist ja nicht so einfach. Ich habe ja schon mal erwähnt, es war halt nicht schlecht, wenn die diese Sticker machen. Hab ich schon mal erwähnt, dass man auf dem Heimweg immer viel Zeit nehmen muss. Wenn es nicht so tragisch wäre, hätte ich jetzt nach dem Tod von Clemens Awey und vielen anderen gesagt, das Motto von einer in den 50er Jahren bekannten Firma, die Produkte rund um die Automobilpflege gemacht hat, mit dem damaligen Slogan, nimm dir Zeit und nicht das Leben, wäre da durchaus angebracht. Ich mache das ja eigentlich nur, um festzustellen, wie lange er hält, ehe sich wieder ein guter Mensch, der sich an der Neutralität oder dem Frieden generell stößt, oder der es gut findet, dass wir weiterhin SMS ausgemachte Pharmabestellungen wir werden es im Auge behalten. Ja, auch wenn man im offenen Schirm im Tunnel rumrennt, falls einem so. Ja, die Fledermaus anspringt. Ja, Gesteinsbrocken am Kopf fallen. Ja, ja, also ein verbenedeites, korruptes, vertrautes Land. So, jetzt gehen wir wieder schön am gemeinsamen Wilfried die Weitsichtigen vorbei. So, damit es euch auch schlecht wird. Santa Domin einfach wirklich für jetzt dabei fertig. Und sehen uns dann einfach heute Abend zum 75th Special wieder. Das ist ein Plan. Cut.